Wir sind heute hier zusammen getroffen, um etwas über den Umbruch in den Netzen, in den Stromnetzen, in den Energienetzen zu erfahren, die Herausforderungen für die Energiewirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Die Energiewirtschaft, die Energiebranche ist im Umbruch. Es gibt Herausforderungen für die Strom- und für die Wärmenetze, vor allem im Rittern gegen nukleare und fossile Energieerzeugung in Europa. Wie viel im Monat gibt ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt für Stromnetz aus? Dass Sie um 16 Euro im Monat hier schon eine tolle Leistung bekommen. In Österreich, in Wien sind es übrigens unter 15 Euro, weil der Durchschnittsverbrauch geringer ist. Erneuerbare Jahr ist sehr wichtig, brauchen wir gar nicht weiter darauf eingehen, aber das Einbinden kostet etwas, und was uns vor allem stört hier ist sozusagen für Forschung in dem Bereich, wo sich ja sehr viel Neues tut hier, jetzt das Einbinden erneuerbaren, Smart Grid, Smart Meter und wie die anderen Schlagworte alle noch heißen, ja, für Forschung wird nur 0,6% dessen ausgegeben, was gefördert wird für Erneuerbare. Jetzt nicht die Frage, sondern gibt gleich die Antwort, was bis 2020 oder von 2010 bis 2020 auf dem Energiesektor zu investieren ist, und der Teil liegt da schon hinter uns in Europa, sind 1100 Milliarden Euro. Davon ist mehr als die Hälfte für die Netze, nämlich 600 Millionen, und davon wieder zwei Drittel für Verteilnetze. Uns trifft die Situation natürlich auch brutal, wenn man davon ausgeht, dass wir vor einigen Jahren klassische Netzstruktur, Kraftwerk, Hochspannungsleitung, Mittelspannung, Niederspannungsverteilung und der Endverbraucher. Das Netzbilanz ist gemacht worden über das Kraftwerk. War das die klassische Struktur? Heute gibt es dezentrale Einspeiser an allen Ecken und Enden. Der Verbraucher wird zum Erzeuger. Und die Netze müssen investieren, ganz klar. Die Investitionen sind da. So, jetzt schaue ich mir meine Bücher und frage mich, wo sind die? Die schlagen sich aber in den Büchern nicht nieder. Allerdings muss ich dazu sagen, Investitionen im Netz sind, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, haben sich die nahezu verdreifacht. Ich glaube nicht, dass der Weg in die Förderung der erneuerbaren Energie und in Richtung erneuerbare Energie, ich glaube nicht, dass der Weg falsch war. Da bin ich ganz gegenteiliger Meinung. Ich glaube, dass es der richtige, langfristig der richtige Weg ist. Ich glaube nur, dass man die Geschwindigkeit, die man gewählt hat. Ich glaube, die Grundsatzfrage, und Sie haben es ja auch gesagt, ist, dass wir in eine Energiewende stecken, zwangsweise stecken. Das simpelste Beispiel, an dem ich es beweisen kann, ist der Anstieg des Ölpreises. Niemand, fast niemand, außer ausgewiesene Experten, wissen den Ölpreis um die Jahrtausendwende. Er war bei 9,75 Dollar und jetzt liegen wir zwischen 100 und 120. Die E-Wirtschaft muss sich daran orientieren, dass Teile der Bevölkerung ihren eigenen elektrischen Strom bereitstellen will. Sagen Sie mal einem Politiker, der nicht für erneuerbare Energie ist, der das nicht beschreibt. Ja, ja. Also 100%. Ich glaube auch, dass sehr viele Politiker überhaupt nicht verstehen, was es wirklich bedeutet, wenn die Netze nicht funktionieren. Wenn man mich vor 3 Jahren gefragt hätte, hier ob Photovoltaik in Wien eine Rolle spielt, habe ich also bis zu diesem Zeitpunkt Nein gesagt. Es hat sich also binnen kürzester Zeit hier geändert. BV rechnet sich auch ohne Förderung, wenn ich es selbst verbrauche. Mit Industrie 4.0 haben wir zum ersten Mal in Europa die Chance, das wahrzumachen, wofür ich bin, nämlich um das, was die in Asien billiger sind, müssen wir besser sein. Sie müssen sich Forschung und Entwicklung dort auch leisten können. Sie müssen aus dem laufenden Geschäft die Zukunft finanzieren. Und das ist zunehmend nicht einfach.